wenn man einen Rohstoff vor der Tür liegen hat, der entweder entsorgt wird oder weiterverarbeitet wird, dann ist es ja, glaube ich, nur naheliegend, wenn man den weiterhin nutzt. Also wieder die Wertschätzung ja dem Leder gegenüber, aber auch unserer alltäglichen Arbeit. Gerberei Gebrüder Kobel aus dem Jahr 1877. Von einer einst blühenden Gerberindustrie im 20. Jahrhundert in Schleswig-Holstein ist heute nicht mehr viel übrig. Kobel ist eine der letzten Gerbereien Norddeutschlands. Die vegetabile Gerbung, also die pflanzliche Gerbung in der Grube, ist das älteste Verfahren zur Lederherstellung. Diese zeitaufwendige Gerbung machen in Deutschland nur noch wenige Betriebe. Der Unterschied zur chemischen oder schrägstrich mineralischen Gerbung liegt einfach darin, dass wir hier eine Gerbstoffe, pflanzliche Gerbstoffe einlagern. Die Moleküle sind relativ groß und dementsprechend dauert die Gerbung sehr lange. Wenn ich jetzt mit alternativen Gerbstoffen wie zum Beispiel Chrom-3 arbeite, dann sind die Moleküle sehr klein, die gehen deutlich schneller ins Leder hinein und die Gerbung, für die ich hier mehrere Wochen brauche oder mehrere Monate, die geht bei 5 mm innerhalb von 2 Tagen. Sebastian Kobel führt den Betrieb in 5. Generation. Anders als bei der normalen chemischen Fassgerbung mit Chrom-3 wird bei der pflanzlichen als Gerbstoff die Rinde der Bäume, Quebracho, Mimosa und der Kastanie verwendet. Die pflanzliche Gerbung dauert länger als die Fassgerbung, macht das Leder dafür fester und haltbarer. Während die gegerbten Häute in die Abwelkpresse kommen und dort mechanisch entwässert werden, kontrolliert Sebastian die neue Ware. Die bezieht er aus Deutschland, Skandinavien, England und Frankreich. Der ist schon schlecht. Oder? Nee, das sind Chromabdrücke. Zack. Ja, pass auf. Nee, das reicht doch, glaube ich, dass wir da haben. Die Häute sind ein Abfallprodukt aus der Fleischindustrie. Es wäre nicht klug, wenn man einen Rohstoff, den man vor der Tür hat und mit dem man, für den man sonst kaum Verwendung hat. Also es wird zwar noch für Kollagen und für andere Sachen genutzt, aber nur ein Bruchteil davon. Und wenn man einen Rohstoff vor der Tür liegen hat, der entweder entsorgt wird oder weiterverarbeitet wird, dann ist es ja, glaube ich, nur naheliegend, wenn man den weiterhin nutzt. Sebastian merkt, die Nachfrage von jüngeren Menschen nach Leder wird immer weniger. Der Trend, veganes Kunstleder, das wird meist aus Plastik hergestellt. Ja, aber bei der Begriffsbezeichnung veganem Leder kapert man einfach einen Begriff. Ich habe kein Problem damit, wenn man Substitute nehmen möchte oder wenn man sagt, man möchte Leder nicht haben. Das obliegt jedem selbst. Aber man kapert halt einen Begriff und nimmt dort die Natürlichkeit des Leders als Begründung dafür, warum etwas gut sein soll. Und das hat aber mit Leder nichts zu tun. Das sind meistens Kunststoff, also erdölbasierte Produkte, auf denen jetzt irgendwie ein anderes Substrat drauf ist. Das sorgt aber nicht dafür, dass es Ledereigenschaften hat. Im Gegenteil, das hat in der Regel immer Kunststoffeigenschaften, wie eine Plastiktüte. Nur, dass da irgendwas anderes drauf ist, aber es ist nicht atmungsaktiv. Hier sortieren wir jetzt unsere Rohware. Das ist ein sogenannter Doppelcoupon oder ein Kernstück. Das heißt, das ist der Rückenbereich. Hier käme noch der Bauch hinzu und hier hinten der Hals. Und da sortieren wir jetzt nach Hautfehlern, Hautmerkmalen etc. Also hier sehen wir einen Kaiserschnitt. Der ist sehr gut verwachsen schon. Jedes Leder hat einen Mangel, das muss man einfach sagen. Also der Mensch, der frei von Fehlern ist, den möchte ich sehen. Und die kosmetischen und medizinischen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, sind doch ein bisschen höher als die ein Rind hat. So. Die Frage ist halt immer, was man woraus oder wofür nutzen kann und was man woraus macht, womit man sich arrangieren kann. Sie weiß ganz genau, was man aus Leder machen kann. Führt eine der ältesten Gürtelmanufakturen Deutschlands. Ja, zum einen ist die Gerberei Kobel ja bei uns relativ um die Ecke. Wir sind regional sehr verbunden und der Vorteil ist, ich kann das Leder hier selber abholen, kann mir die Ware vorher angucken, mich von der Qualität überzeugen. Und der andere Punkt ist, dass das Leder einfach eine unfassbare gute Qualität hat und sich für unsere Zwecke, für Gürtel, aber auch für andere Produkte einfach wunderbar eignet. Es hat eigentlich alle Eigenschaften, die ein Leder, das für Gürtel verarbeitet wird, haben muss. Für ihre Lederwaren braucht Katharina Schröder die lange Haltbarkeit von pflanzlich gegerbtem Leder.
Moin, Herr Kobel. Oh, moin. Na, moin. Ja. Alles gut? Gut? Ja, danke, ebenso. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, wir haben die neue Partie Hälse. Das sind jetzt relativ große wieder. Und da wollte ich gleich mal sortieren. Wie stark sind die ungefähr? 3,5 mm. 3,5. Ich schmeiß noch mal ein, zwei rauf. Würden sich die für uns für die Pfannengriffe eignen? Ja, die müssen wir noch einbrennen und dann können wir das machen. Dafür sind die perfekt. Ne? Könnte ich davon mal einen Musterhals mitnehmen? Ja, überhaupt kein Problem. Ja. Können wir den direkt bei uns mal einschneiden und testen, ob das geht? Aber die sehen ja super aus. Ja. Soll ich einmal einen mitnehmen? Ja, gerne. Rinder wachsen immer schneller. Dadurch ist ihre Haut oft zu dünn. Dabei ist die Stärke des Leders entscheidend. Oh, die haben ja sogar 3,8. Ja. Der ist ja sogar noch dicker. Das ist ja wunderbar. Machen Sie die auch in Schwarz oder sind die im Moment nur die naturellen? Nee, schwarz haben wir auch welche fertig. Weil da haben wir tatsächlich auch schon wieder eine Anfrage für den schwarzen Geschirrledergürtel. Die Leder werden immer dünner. Und das ist natürlich für uns, gerade für Gürtel, ein großes Problem. Wir hatten früher, war es recht regelmäßig, Lieferungen, die waren in der Stärke 3,6 bis 3,8 mm dick. Und jetzt haben wir nicht nur bei Herrn Kobel, auch aus Italien haben wir das gleiche Problem. Die kommen dann mit einer Stärke von 3,2 im Schnitt, 3,4 vielleicht. Aber es sind auch einige dabei, die sind dann 3,0. Und das ist dann wirklich schon ein richtig dünner Gürtel, der einfach also auch haptisch einfach nicht viel hermacht. Und natürlich auch hat das dann irgendwas mit Haltbarkeit zu tun. Ja, das ist jetzt die gleiche Variante, nur als eingebrannt ist. Richtig schön, ja. Starker Pull-Up, den kennt man ja. Ja. Haptik ist halt der Faktor. Also die Eigenschaften von Leder, die sind halt anders als die von Plastik. Und bei Plastik ist es relativ leicht, etwas zu verkaufen, weil bei Plastik die Optik entscheidend ist. Eigentlich nur die Optik. Die Haptik interessiert keinen, ansonsten wird sich ja jeder irgendwie eine Plastiktüte und dann hintern setzen und sich darauf setzen. Aber Haptik, also sprich Wärme, die das weiterleitet, Klimatisierung etc., die sind halt wichtig und dafür muss man Leder mal in der Hand haben. So, das war während Corona auch ein Problem, weil halt viele Leute online bestellt haben und nicht mehr in die Geschäfte reingegangen sind. Und ich kann einen Gürtel für 19 Euro online verkaufen oder für 15 Euro oder 4,99, aber einen, der jetzt 80, 90 Euro oder aufwärts kostet, den möchte ich gerne mal in der Hand haben. Ich finde das so schön, wenn das in der Hand so ein bisschen schmilzt und okay. Das, ich meine, das ist ja das, warum das ich das als fett eingewandtes Geschirrleder verkaufe. Ja. Wenn ich das nicht fühle, ja. Und das hat eben auch wieder diesen schönen, weichen Fettgriff, ne? Aber nicht so intensiv. Also die da vorne, die waren richtig geil. Wenn Sie da welche machen können, ich würde davon auch eine größere Menge abnehmen und die ans Lager legen, das wenn Sie wir. Das brauchen. Ja. In Uetersen bei Hamburg wird von Familie Schröder seit 200 Jahren Leder verarbeitet. Heute kümmert sich Katharina um einen neuen Auftrag. Ein Berliner Start-up produziert gusseiserne Pfannen, braucht eine große Menge Ledergriffe. Ich habe neues Leder von Kobel mitgebracht. Kannst du daraus einmal, können wir daraus mal Pfannengriffe schneiden als Muster? Das ist jetzt ein Hals. Ja. Kannst du mir einmal das Messer geben? Richtig schön. So, und das müssen wir bitte, wir können am besten einfach gleich die ganze Haut aufschneiden in Pfannengriffe. Traditionelle Handwerkskunst kombiniert mit modernster Technik. Eine CNC-Maschine schneidet das Leder nach Muster zurecht. Lässt sich die Musterhaut heute gut verarbeiten, wird Katharina in Zukunft mehr bestellen. Fühlt sich aber wirklich geil an. Soll das neu sein? Eventuell. Also wir verarbeiten eigentlich zu 90% stellen wir Gürtel her. Da haben wir ganz unterschiedliche Kunden. Also kleinere Labels, kleine Start-ups, größere Kunden, wir beliefern auch Kunden in der Luxusindustrie, wir machen für den öffentlichen Dienst Gürtel. Also wir haben da eine relativ große Bandbreite an Kleinserien, aber wir machen auch Großserien, eben für den öffentlichen Dienst bzw. für Uniformen
Und dann machen wir noch andere Kleinlederwaren, versuchen da immer wieder irgendwie uns auch neu zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dass wir eben nicht nur bei diesem Gürtelthema, das ja so ein bisschen auch unser Ursprung ist, stehen bleiben, sondern da ja, für uns selber, auch für unsere Weiterentwicklung und auch für unseren Spaß einfach ja, immer neue Sachen gerne mit reinholen. Das Leder wird jetzt weiterverarbeitet, an bestimmten Stellen dünner gemacht, um es knicken zu können. Das pflanzlich gegerbte Leder von Sebastian eignet sich besonders gut für hitzebeständige Pfannengriffe, wegen der Haltbarkeit. Gregory, kannst du mir diese nochmal bearbeiten? Das ist eine neue Musterhaut von Kobel. Dann können wir die noch einmal fertig machen. Ja? Ich denke, Leder hat die Eigenschaft, länger zu halten und Kobels Leder erst recht hat die Eigenschaft, über Jahrzehnte zu halten. Und dann ist es schade, wenn die Industrie auf 4 bis 5 Jahre aus ist, weil ja, das ist Teil unserer Wegwerfgesellschaft und hat halt auch nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich finde, Leder ist durchaus ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt, gerade so ein pflanzlich gegerbtes Leder. Erfüllt alle Ansprüche an Nachhaltigkeit. Leder ist an sich ausgelegt auf Jahre, jahrzehntelange Nutzung und Haltbarkeit. Wo heute Gürtel und Pfannengriffe hergestellt werden, wurde früher selbst gegerbt. Das Aussterben der Gerbereien begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch hier in Uetersen wurden die Gruben zugeschüttet. Katharinas Vater Ludwig Schröder erinnert sich an die Zeit der alten Familiengerberei. Der Markt hat sich nach dem Krieg verändert, dadurch, dass die Ansprüche stiegen, massiv. Dann kam Italien in den 60er Jahren ins Spiel. Und diese Gerberei wurde hier geschlossen 1964. Also da war ich 13, die habe ich noch ziemlich deutlich miterlebt. Ich habe auch noch den Geruch da. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in eine Gerberei komme, in Italien oder wo auch immer, oder auf Messen, dieser Ledergeruch, der prägt einfach. Und viele sagen, Igitt, das stinkt und es ist ganz furchtbar, aber es ist es eigentlich gar nicht. Wenn man damit aufgewachsen ist, ist es irgendwas ganz Normales. Also ich habe Leder immer erachtet, eigentlich als ein wirklich wertvolles Gut, so wie auch Holz ist. Es wächst, es ist ein natürliches Produkt, man kann fantastische Sachen daraus machen. Ich bin der Erste in der Linie, in diesen jetzt 7 Generationen, die keine Gerberlehre mehr gemacht haben. Und ich muss sagen, die Zeit von 80 bis 2010, als Katharina dann anfing, war auch eine Zeit des ständigen Wachstums oder Veränderungen. Die Leute waren bereit, neue Dinge anzusehen. Neue Dinge. Für die Firma hieß das, statt Gerben, die Produktion hochwertiger Gürtel. Und das ist so der Wandel gewesen, von der Gerbung hin zu der Verarbeitung und dem Versuch, etwas Hochwertiges zu machen. Und damit sind wir eigentlich in Deutschland auch einer von vielleicht 2, 3 Firmen, die das überhaupt noch machen. Früher wurden hier die Rohhäute gewaschen. Heute wird in diesem Raum genäht, lackiert und getüftelt. In Kellinghusen gibt Sebastian heute eine Führung für angehende orthopädische Schuhtechniker. Wir sind die letzte Lederfabrik in Norddeutschland von einer international aktiven und ich sag mal vor allem regional aktiven Branche ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wir hatten hier allein in Kellinghusen hatten wir früher 7 Lederfabriken. Wir hatten in Neumünster 170 Lederfabriken. In Lübeck gab es etliche Lederfabriken. Da gibt's noch Stadion. Orthopädische Schuhtechniker arbeiten schon in der Ausbildung mit Leder. Ja, davon gibt es nicht mehr so viel. Und dementsprechend ist es immer für uns ein kleines Privileg, dass wir eigentlich alle Klassen begrüßen dürfen. So, dann kann man einmal reinschauen, wenn man möchte, wie so ein Fass von innen aussieht. Im Moment haben wir eine Situation, wir haben mehr Rohware als Bedarf. So viel auch immer zu dem Thema, wenn man irgendwo hört, dass ein Rind für die Haut geschlachtet wird, das ist totaler Unfug. Also es ist absoluter Unfug. Es passiert nicht, es wird nicht passieren und es ist noch nie passiert, dass man ein Rind geschlachtet hat, weil man die Haut haben wollte. Bitte? Ist für die also quasi ein Abfallprodukt? Nicht nur quasi, es ist ein Abfallprodukt. Also es ist
Wir haben während Corona hatten wir Zeiten, also während der Hochzeit von Corona hatten wir Momente, wo in Südamerika, da gibt es irgendwie so ein Video noch, da wurden die Rohrhäute, weil keiner die gearbeitet hat, wurden einfach in Löcher geschüttelt und verbuddelt. So. Weil sich das nicht gelohnt hat. Entsorgen ist teurer. Große Massenhersteller gehen hin und sagen, wir haben ein Produkt, das bloß nicht reklamiert werden darf. So. Und es muss 2 Jahre halten, weil dann sind wir aus der Gewährleistung raus. Aber danach kann es bitte kaputt gehen, damit wir wieder neu verkaufen. Aus Leder werden die Schüler später orthopädische Schuhe herstellen. Einblicke in die Gerberei helfen Schülern, den Rohstoff wertzuschätzen, sagt ihr Berufsschullehrer. Es ist schon, wie Herr Kobel sagte, dass das Produkt Leder, man muss da halt nachhaltig mit umgehen, man muss das Produkt schätzen und das wird einfach vergessen. Es wird, die Masse wird einfach produziert und ja, wenn es nicht mehr gut wird, dann schmeißen sie es halt weg und das finde ich halt schade. Ich denke mal, dass es den Schülern auch nochmal die Augen öffnet, um mit den Produkten vielleicht anders umzugehen. Die nassen Häute aus der Grube kommen jetzt in die Abwelkpresse. Sie presst die Feuchtigkeit aus dem Leder. Nur trocken kann es weiterverarbeitet werden. Sieh mal, das sind so 2 Reckerzylinder. Der erste kippt gleich rüber. Wenn ich jetzt hier rauf drücke, dann greift er das Leder und führt es hier rein. Und dann kann man hier reingucken. Jetzt ist es in der Walze drin da und jetzt kippe ich gleich drauf und dann geht der zweite Messerzylinder nach vorne und der glättet das Leder dann. Und die Keilriemen haben da ordentlich zu arbeiten. Also das sind sehr dicke, feste Leder. Umgeklappt. Durch. Die Presse stoppt. Nee, zurück, gleich zurück. Das Leder ist zu dick. Es sollte eigentlich glatt rauskommen. Umgeklappt. Die beiden. Ansonsten, ich stelle jetzt relativ spät erst den Reckerzylinder um. Dadurch kommt er deutlich glatter. Also je früher, desto mehr fährt er zusammen. Ja, der ist eben umgeklappt. Und dadurch, dass er vorne umgeklappt ist, wurde das Leder zu dick für die Filze. Und dann blieb er stehen. Und dann musste ich den Druck runternehmen und den einmal ohne Druck durchfahren lassen. Jetzt, das passiert ab und zu mal bei solchen dicken Ledern. Also, so, und jetzt wird der Druck wieder eingestellt. Das dauert immer ein bisschen, weil es hydraulisch ist. Normalerweise so müssen die aussehen, wenn sie rauskommen. Und bei dem hier haben wir das Problem, dass er hier zusammengefahren ist. Und hier ist die Oberfläche aufgebrochen. Das wird ein Sonderposten werden. Leider. Das ist immer das, was man vermeiden möchte. Wir sortieren jetzt bei uns für den Reitsport vor. Das heißt, im Reitsport ist die primäre Stärke, die ich benötige, 3,5 bis 4 mm. Und wenn man hier jetzt reinmisst, also mit dem dicken Messer, dann hat er hier jetzt 4 mm und hier geht er runter auf 3,3 mm. Das heißt, ich kann den nicht für 3,5–4 mm nutzen, weil er ja noch weitergearbeitet wird. Und dann gucke ich, bis wohin geht er. Dann sehe ich hier, das ist ein für sogenannte Satteltaschen, für einen normalen Sattel. Das ist für die Zaumlederlänge. Und dann gucke ich, wo er denn noch die Stärke hat. Die hat er bis hier. Das heißt, hier schneiden wir den dann ab. Und dann haben wir eine gewisse Länge. Ja, wir haben das Problem, dass die Rohware, die Tiere wachsen häufig zu schnell. Und dadurch, dass sie zu schnell wachsen, kommen Teile der Haut nicht hinterher. Und wir haben das vor 20, 30 Jahren hatten wir das so, dass wir teilweise bis zu 8, 9 mm aus den Ledern rausbekommen haben. Relativ sauber. Und jetzt inzwischen ist hier im Schulterbereich immer eigentlich so der Schwachpunkt, weil sie einfach zu schnell wachsen. Da haben wir teilweise nur noch 3, 4, 4,5 mm. Und das ist natürlich ein Problem für uns. Hier, dieser hat zum Beispiel 3,5 mm nur oder unter 3,5 mm. Das können wir nicht für den Reitsport nutzen. Sebastian blickt auf eine fast 150-jährige Firmengeschichte zurück. Von Leder für Pantinen bis zu Militärstiefeln. Das Geheimnis?
sich anzupassen, auf Trends zu reagieren. Ja, es gab verschiedene Schritte, in denen die Gerbereien Probleme hatten. Das erste ist quasi das Aufkommen des Kunststoffs. Mit dem Aufkommen des Kunststoffs brauchte man halt einfach zum Beispiel keine Ledersohlen mehr. Man brauchte viele andere Produkte oder Artikel auch nicht mehr. Dann gab es die nächste Welle, das war der Abbau oder die Umstellung auf Elektromotoren. Das heißt, man brauchte keine Transmission mehr, keine Treibriemen, was früher zum Beispiel bei uns einer der größten Bereiche war. Und irgendwann ist es eine Frage, im Moment ist es eine Frage des Lifestyles, dass man halt einfach sagt, ich möchte kein Leder haben, ich möchte auf andere Sachen setzen. Jetzt inzwischen haben wir von einst Hunderttausenden Beschäftigten in der Lederindustrie, Lederwarenindustrie, haben wir jetzt noch in der Lederindustrie etwa 2000 Beschäftigte in Deutschland, was nicht viel ist. Ja, wir haben uns immer neu erfunden. Also ich sage es mal, wir sind ein sehr altes Start-up, also wir permanent neue Sachen gemacht haben. Nicht nur wir, andere Gerbereien genauso. Um 1900 noch der drittgrößte Industriezweig Deutschlands, begann danach der Untergang der meisten Gerbereien. Sebastian Kobel ist der letzte von ehemals 7 Gerbern in Kellinghusen. Ich habe einen älteren Bruder und das war eigentlich immer klar, dass der das machen wollte. Ich habe immer hier mitgearbeitet, es hat immer Spaß gemacht und es hat immer Freude gemacht. Ich kenne die Leute alle seit Ewigkeiten. Irgendwann hat er zu mir gesagt, er möchte es doch nicht machen, er möchte woanders hingehen. Und dann habe ich am nächsten Tag mein Studium geschmissen und bin dann hier in die Firma, weil ich dann doch gesagt habe, ich habe da ziemlich Lust drauf. Aber es ist jetzt kein Beruf, wo man alles geschenkt bekommt. Man muss schon sehr viel machen und das ist nicht einfach. Aber die Vorteile, die man hat, dass man halt einfach wirklich das machen kann, was man gut findet, also das ist eine Sache, das haben nicht viele, muss man einfach sagen. Und das ist ein Idealismus, den ich mir einfach leiste. Gürtelmanufaktur Schröder in Uetersen. 3000 Pfannengriffe warten darauf, vernäht zu werden. Ich bin hier natürlich mit auch aufgewachsen und als Kind hier schon in diesem Gebäude rumgerannt. Und einige Mitarbeiter kennen mich auch noch als Kind, so lange sind sie bei uns. Und die Idee war eigentlich immer, erst mal was Eigenes zu machen. Ich wollte eher Richtung Marktforschung gehen. Aber das ergab sich dann nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so bin ich dann viel früher hier reingekommen mit, ich glaube, Mitte 20 circa und geblieben, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich liebe es einfach handwerklich zu arbeiten. Also das ist für mich das Schönste, mit Leder zu arbeiten, mit den Händen und Dinge zu entwickeln, kreative Sachen zu schaffen, zu knobeln, zu tüfteln. Wie kriegen wir das hin? Bei Kunstleder allerdings stößt Katharinas Kreativität an ihre Grenzen. Mit Kunstledern oder anderen lederähnlichen Produkten lassen sich einfach diese schönen Dinge, die wir mit Leder hier machen, so gar nicht umsetzen. Also wieder die Wertschätzung ja dem Leder gegenüber, aber auch unserer alltäglichen Arbeit. Der Markt für veganes Leder wächst laut Studien jährlich um knapp 10%. Aber es ist für sie schwer, gleichwertige Alternativen zu finden. Ich glaube, gerade wenn es um den Punkt der Nachhaltigkeit geht, dann ist vegan nicht unbedingt besser als Leder. Der Lederindustrie wird ja oft vorgeworfen, dass sie zu viel Wasser verbraucht und das natürlich nicht nachhaltig ist. Aber wir haben, wenn man gerade sich mal vegane Ersatzmaterialien anschaut, dann sind die sehr oft mit einer Polyurethanbeschichtung versehen. Das ist eine Kunststoffbeschichtung, um eben diese Lederoptik zu erzeugen. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Und hinzu kommt, dass gerade veganes Ersatzmaterial einfach nicht die Haltbarkeit hat wie ein vegetabil gegerbtes Leder. Und das ist natürlich auch nicht nachhaltig, wenn ich daraus einen Gürtel mache und den nach einem halben Jahr wegschmeißen muss, weil er eben gerissen ist. Dann ist halt so ein vegetabil gegerbtes Leder einfach tausendfach nachhaltiger, weil so ein Gürtel hält Jahrzehnte, wenn er richtig gepflegt wird. Aus Neugierde hat Katharina mal ein Muster Ananasleder bestellt. Das ist ein sogenanntes Pinatex-Leder, wird aus Ananasblättern hergestellt. Ist kein Plastik, ist natürlich, hat auch keine PU-Schicht drauf. Aber wie man sieht, hat das einfach mit Leder überhaupt nichts mehr zu tun. Für mich ist das eher fließartig und daraus kann ich keinen Gürtel machen. Es ist zum einen zu dünn, es ist zu weich und optisch finde ich auch einfach nicht schön. Also daraus einen Gürtel zu machen oder es überhaupt mit Leder zu vergleichen, ist für mich absoluter Schwachsinn. Das Kerngeschäft der Schröders? Gürtel.
Bis zu 50.000 Stück pro Jahr stellen sie her. Vom stinkenden Abfallprodukt zum haltbaren Kleidungsstück. Gerberei Kobel. Nach der Abwelkpresse werden auf heute noch Muster geprägt. Auch die exotischer Tiere. Die Prägung überdeckt Fehler und Narben auf dem Leder. Alles, was man an Naturmerkmalen hat, kann man theoretisch wegdrücken, je nachdem, wie grob das ist. Das heißt, man hat ein Sortiments-Upgrade. Und das ist ja eigentlich das, was wir brauchen. Also am schönsten ist natürlich immer, wenn man das nicht prägen müsste, dann wären die Tiere einwandfrei gehalten, dann hätten die eine einwandfreie Schlachtung gehabt und hätten die einwandfreies Leben gehabt. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Und dementsprechend sind Prägungen ganz vorteilhaft. Wir versuchen allerdings, in der Rohware so einzukaufen, dass wir nicht prägen müssen. Python, Krokodil und andere Exoten werden nur wegen ihrer Haut geschlachtet. Anders als die Rinder, die er verarbeitet. Solange die Menschen Fleisch essen, solange die Leute Milch trinken, fallen Kühe an, fallen Kuhhäute an, Rinderhäute. Es rechnet sich überhaupt nicht, einen Rind zu schlachten wegen der Haut. Die paar Euro, die der Schlachter dafür bekommt, so ein Rind ist ein paar tausend Euro wert teilweise. Und wegen 5 Euro schlachte ich kein Tier. Pro Jahr verkauft Sebastian um die 5.000 Häute. Verkaufsfertig ist das Leder erst nach dem letzten Schritt, dem sogenannten Einbrennen. Ein Bad in heißem Paraffin macht das Leder robuster. Das Einbrennen ist ein Prozess, wo man theoretisch viele Fehler machen kann. Und der Artikel wird einerseits teurer. Keine zwei Geschirrleder kommen gleich raus. Die variieren immer in der Farbe, in der Haptik, in der Optik. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber es ist ein Artikel, der quasi unkaputtbar ist. Also ein Gürtel aus Geschirrleder sollte, den ich mir gemacht habe oder den ich habe, seit ich 18, 19 bin, der wird mich wahrscheinlich überleben. Und ich hoffe, ich werde alt. Nach dem Einbrennen kühlt das Leder noch für ein paar Stunden ab und ist dann verkaufsfertig. Das Leder geht raus an namhafte Firmen in der Möbel-, Auto- und Textilindustrie, außerdem an die Reitsportindustrie. Eine ganze Haut kann bis zu 400 Euro kosten. Für die Zukunft plant Sebastian zusätzlich einen Online-Shop. Was halt einfach gut wäre, wenn einfach weniger, aber dafür besser gekauft würde. Also, dass man statt eines Gürtels für 9 Euro oder 19 Euro einfach mal den kauft, der halt ein bisschen mehr kostet und der halt aber gut hergestellt ist, nicht zwangsläufig von einer großen Marke, sondern einfach von guten Betrieben. Und das wäre schön, wenn das wieder passieren würde, dass die Wertschöpfung fürs Handwerk wieder käme. Mhm.